Haben Sie die Rebellen gesehen? Wir sind auf der Suche nach ihnen. Das ist der Rebellentalk. Hallo Leute, wir wollen mit euch über LARP sprechen. Genau. Wie man vielleicht an unseren wunderschönen Outfits erkennen kann. Was ist LARP? LARP ist Live Action Roleplay. Eine tolle Sache, wenn man viel Zeit hat und Spaß daran hat, sich zu verkleiden, rumzulaufen und sich in die Rollen von anderen Leuten zu stecken. Quasi wie Rollenspiel, nur dass ihr wirklich tut, was ihr tut. So, genau, so ein bisschen mehr ins nicht Method Acting, das ist das falsche Wort. Aber so ein bisschen mehr Improvisationstheater. Davon hat das eher was. Vorteil dabei ist, ihr könnt euch mal draußen frei bewegen. In der Sonne. Tatsächlich. Die vampirische Haut geht zwar flöten, aber hey Leute, es macht Spaß. Als Kindern sind wir auch schon gerne durch den Wald gerannt und haben uns verkleidet, haben irgendwelche Steine gesucht, weil es Dracheneier waren. Und genau das könnt ihr jetzt auch mal auf andere Art und Weise machen. Und es gibt sogar komplette Organisationen, Orgas, die das euch ermöglichen. Das heißt, sie stellt ein Setting zur Verfügung, beziehungsweise decken sich eine Geschichte aus und ihr könnt dorthin fahren und könnt richtig mal Spaß haben. Ja, richtig. Gibt es auch zu allen möglichen Themen. Also gibt es im Fantasy-Bereich, gibt es im Science-Fiction-Bereich. Ich habe auf einer Convention mal Werbung für einen Star Trek LARP gesehen, was sehr interessant aussah. Also gibt es im Prinzip alles Mögliche. Gibt es in klein, gibt es in groß. Je nachdem. Was ich besonders gerne mag, sind LARP-Tavernen. Weil die so ein bisschen. Also, ein richtiges LARP hat natürlich Regeln, auf denen es basiert. Und man hat auch eine gewisse Anzahl an Lebenspunkten und sowas, damit man nicht umverspielt. Ist ja logisch. Und bei einer LARP-Taverne ist das einem alles so ein kleines bisschen lockerer. Da geht es mehr darum, essen, trinken, in Character, Blödsinn reden. Ja, Spaß haben. Und dabei gut aussehen. Genau. Der Vorteil bei so LARP-Tavernen ist auch zum Beispiel, dass oftmals sich aus verschiedenen Settings Leute treffen können. Das heißt, ihr habt da Leute, die zum Beispiel das schwarze Auge spielen, ihr habt Leute, die auf einer D&D-Runde sind, auf einem Mittelalter-LARP oder was auch immer. Und die treffen sich alle zusammen an diesem Abend, trinken und essen was zusammen, hören sich meistens gute Musik an. Eventuell gibt es sogar eine kleine Session, die irgendwo im Hintergrund noch läuft. Ob es jetzt ein kleiner Kampf ist, ob es irgendwie einfach nur ein Dieb ist, der seinen Schandluder da treibt oder ähnliches. Es wird einem immer irgendwie was geboten, man hat seinen Spaß dabei und ja, es ist halt einfach mal ein kleiner Ausbruch aus der Realität. Genau. Dazu passen, also in kleinen Rahmen kann man ein Krimi-Dinner fast schon als, ich sag mal, kleines LARP bezeichnen. Je nachdem, wie intensiv man sich damit beschäftigen will, sagen wir es mal so. Genau. Hier kommen wir auch gerade schon zu den Gegebenheiten. Ihr könnt verschiedene Rollen einnehmen. Das heißt, ihr könnt euch selber eine Rolle ausdenken. Das wäre dann ein Spielercharakter. Und diesen entwickelt ihr selbst. Ihr habt selber die Kostüme. Ihr kauft euch selber dann das nötige Zeug, was ihr dazu braucht. Zum Beispiel LARP-Waffen oder ähnliches. Und es sind LARP-Waffen, aber sie sind komplett aus Schaumstoff. Sie können keine ernsthaften Verletzungen hervorrufen. Wenn man sie irgendjemand ins Auge sticht, es könnte trotzdem blaues Auge kommen, ja. Aber normalerweise sollte nichts passieren. Es gibt auch ganz spezielle Regeln dafür. Das heißt, man braucht da keine Angst zu haben. Es ist wirklich sicher und einfach nur für den Spaß und die Freude gedacht. Genau. Und um zurückzukommen auf die Auswahl, ihr könnt auch zum Beispiel einen Nicht-Spieler-Charakter spielen. Dann würdet ihr das mit der Orga im Vorfeld abklären. Meistens sind diese sogar unterstützt von der Orga. Das heißt, ihr bezahlt weniger Geld für dieses Event, was da ausgerichtet werdet, weil ihr unterstützt die Orga ja und spielt bestimmte Rollen. Das heißt, es kann sein, dass ihr eine lange Rolle spielt, die wichtig ist für das
für das ganze Setting, irgendwie ein Grafen oder ähnliches. Es kann sein, dass ihr immer in kleinere Rollen schlüpft und dort dann irgendetwas Bestimmtes tun sollt. Die Orga wird euch da auch einweisen, unterstützen. Sie wird euch auch das Material an die Hand legen. Das heißt, ihr selber müsst gar nicht jetzt alles Mögliche mitschleppen, sondern die haben das Zeug da, drücken euch das in die Hand, geben euch ein Kostüm an die Seite, schminken euch sogar, wenn es dazu kommen sollte, also wenn das gebraucht wird. Wir haben sogar professionelle Leute da, die das tun. Und nachdem ihr eine kleine Einweisung habt, geht's raus und ihr spielt dann das, was die Orga gerne von euch haben möchte. Hat den Vorteil, es ist günstiger, ihr braucht die ganze Equipment nicht. Man sollte aber eine gewisse Routiniertheit im Rollenspiel schon mal mitbringen, dass ihr ein freies Sprechen habt, beziehungsweise dass ihr euch ruhig mal traut, das auch umzusetzen. Wenn ihr eher noch ein bisschen zurückhaltend seid, probiert einen einfachen Spieler aus, der einfach mal irgendwas, was ihr gerne wolltet, was euch Spaß macht, geht mal hin und testet es mal aus. Es ist echt was Schönes, man lernt nette Leute kennen, man zeltet je nachdem, wo man ist oder ist in der Schule oder ähnliches. Besondere Ausnahmefälle sind zum Beispiel ab 18, das sind dann Zombie Labs zum Beispiel. Da geht es dann ums reine Überleben, natürlich nur im Spiel. Und falls ihr tatsächlich von einem Zombie erwischt werdet, dürft ihr als Zombie meistens dann wieder rumlaufen. Das heißt, ihr werdet wieder geschminkt und es geht auf der anderen Seite weiter. Es ist ein Spaß für jeden, der die Nerven dafür hat. Und da seht ihr schon, es gibt sehr viel Auswahl. Es gibt Western-Labs, Mittelalter-Labs, Endzeit-Labs. Also wirklich zu jedem Genre ist da was geboten und ihr könnt alles mal erleben. Es gibt auch oft Labs zu speziellen Serien, wenn man eben von speziellen, wie eben erwähnt, von Star Trek zum Beispiel, gibt es nochmal ein eigenes Lab, gibt es auch bei einigen anderen Serien. Also im Prinzip, wenn man da Interesse dran hat, wenn man das mal, ich sag mal, mehr ausleben will als nur im normalen Rollenspiel, würde ich behaupten, lässt sich für jeden was finden. Es gibt auch Einsteigerfreund, also generell einsteigerfreundliche Labs. Und da gibt es natürlich auch komplexere Labs, wo man schon mehr Erfahrung haben sollte. Also da gibt es auch, Genau. ist die Bandbreite ist da relativ groß gefächert. So ist es. Man wird da im Vorfeld auch eigentlich darauf hingewiesen, was man für Erfahrungen eventuell mitbringen sollte. Vom Preislichen her gibt es für jeden Geldbeutel was. Also eine Lab-Taverne ist meistens tatsächlich so, dass ihr das zahlt, was ihr esst oder trinkt. Der Eintritt ist in der Regel frei, oder für sehr kleines Geld, dass man dort rein kann. Die nächste Sparte wäre dann tatsächlich diese Kurzzeit-Labs, wo es dann irgendwo über einen Tag oder ähnliches geht. Und nach oben sind wie immer keine Grenzen gesetzt. Es gibt das Ganze auch über Wochen, wie Judäa oder ähnliches. Das sind so die Riesendinger, die dann preislich auch etwas mehr in die Tasche greifen. Aber wie gesagt, es wird ja auch sehr viel euch geboten. Also die Orga macht ja sehr viel, die stellt ja sehr viel auf, sie muss ja auch den Ort anmieten und ähnliches. Das heißt, es steckt viel dahinter, aber ihr habt sehr viel Spaß für im Umkehrschluss eigentlich relativ kleines Geld. Probiert es aus, testet es, schaut, wo ihr genau den Spaß habt und wie viel Geld ihr investiert. Und ja, genau. Wir hoffen, dass wir euch damit einen guten Tipp geben konnten, vielleicht einen neuen Horizont oder euren Horizont etwas erweitern konnten. Wenn das Ganze euch gefallen hat, dann gebt uns doch gerne einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal, klingelt das Glöckchen. Wir würden uns darüber freuen und ihr verpasst keine weiteren Videos. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Horido! Tschüss.